Ein großer Aufmarsch sollte es ursprünglich werden, den Rechtsextreme gestern in Leipzig durchführen wollten. Ein Gericht hatte jedoch nur eine Kundgebung vor dem Hauptbahnhof zugelassen. Diese Kundgebung besuchten dann wesentlich weniger Anhänger als gedacht. Ein Grund dafür, die Anreise nach Leipzig war durch Brandanschläge auf die S-Bahn erschwert worden. Die Schäden, die durch die Anschläge entstanden sind, sorgten noch heute für Behinderungen. Nur vereinzelt ist die Polizei heute noch in Leipzig Streife gefahren. Ansonsten herrschte rund um den Bahnhof wieder Normalität, der Verkehr rollt. Probleme allerdings gibt es nach wie vor beim S-Bahn-Verkehr Richtung Halle. Wegen Reparaturarbeiten verkehrte die S-Bahn heute nur stündlich, anstatt wie üblich halbstündlich. Erst morgen sollen die Züge wieder nach Plan fahren. Gleich mehrere dieser Signalanlagen wurden bei den Anschlägen beschädigt. Unbekannte hatten in deren Kabelschächten Feuer gelegt. Solche Anschläge, sagte uns ein Bahnsprecher, würden sich gerade im Vorfeld von rechten Demos häufen. Offenbar wollen Linksextreme so verhindern, dass die Neonazis anreisen können. Wie man dagegen gewaltfrei sich den Neonazis in den Weg stellt, zeigten gestern 800 Menschen vor dem Wintergartenhochhaus. Auch veranstalteten viele Kirchen Mahnwachen. Sie alle machten deutlich, für Neonazis ist kein Platz in Leipzig. Um es auf den Punkt zu bringen, die Polizei hat einen super Job gemacht. Die Bürgerschaft stand mit vielen, vielen tausend Menschen überall in der Stadt bereit und haben deutlich Gesicht gezeigt. Und drittens, die Nazis sind keinen Schritt marschiert. Aber auf ihrer Internetseite bewerten auch die Rechten den gestrigen Tag als Erfolg, sprechen von 1200 Teilnehmern. Dabei zählte die Polizei bei der Hauptkundgebung lediglich 250 Neonazis. Hinzu kommen mehrere kleinere spontane Aufmärsche im ganzen Stadtgebiet. Es ist ein komisches Konzept, seine eigenen Leute der Polizei auszuliefern. Also es sind ja alle spontanen Demonstrationen relativ schnell beendet worden. Die Teilnehmer wurden wahrscheinlich Personalfeststellungsmaßnahmen unterzogen und wurden in Richtung Hauptbahnhof verbracht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das den demonstrationswilligen Nazis gefällt. Vorzeitig haben die Neonazis gestern ihre Kundgebung beendet, auch dank des Protests vieler Leipziger Bürger.